Mercedes hat die B-Klasse, BMW den Zweier Active Tourer und ab 2019 will auch Audi in der Liga der kompakten Raumautos mitspielen. Wobei die Audianer sich schon etwas länger mit dem Gedanken tragen, einen Van in ihre Produktpalette aufzunehmen. Aber die bisherigen Entwürfe waren ihnen nicht sexy genug, zu unsportlich und die Stückzahlen zu überschaubar. Mit der von VW geerbten Kompaktplattform hingegen gewinnt das Projekt A3 Vario plötzlich wieder an Attraktivität. Schon wenige 10.000 Einheiten im Jahr würden reichen, um in die Gewinnzone zu fahren. Und auch modellpolitisch passt der Van mittlerweile zwischen den neuen Q2 und den nächsten Q3, der spürbar wachsen wird. Der Van mit den vier Ringen wird rund 4,40 Meter lang, soll 5 Personen Platz bieten und nutzt die Technik des A3 Sportback inklusive des Radstandes. Die Motoren leisten bis zu 200 PS. Eine scharfe S-Variante ist zunächst nicht geplant. Bekommt der Van grünes Licht, soll er spätestens 2019 an den Start rollen.